In der letzten Folge waren wir beim Wintercup in Dolle und haben festgestellt, wie wichtig ein Trainingspartner mit ähnlichen Zielen ist. Jetzt hieß es noch 3 Wochen bis zum ersten Rennen. Wenn man eine neue Rennserie fährt und keine Strecke davon kennt, nutzt man natürlich im Voraus jede Möglichkeit aus, um die Strecken kennenzulernen. Im Fall von Fürstlich Trainer recht schwer, denn sie haben nur das Frühjahrstraining und das Masters-Event. Also haben wir uns folglich für das Frühjahrstraining angemeldet. Enrico und Nico trafen Freitag etwa zeitgleich bei mir ein. Wir aßen noch Abendbrot zusammen. Das Wohnmobil beladen und dann Abfahrt Richtung Trainer. Geh los! Juhu! Wir waren dann Freitag recht spät dort, sind also folglich nur noch schlafen gegangen. Samstag früh waren wir alle putzmunter, hatten richtig Bock. Ich selber hatte zwar noch so ein bisschen Muffensausen vor 1, 2 Passagen, aber generell richtig, richtig Lust, endlich mal auf der Strecke zu fahren. Sag mal, hast du nicht mal deinen Helm sauber immer? Nico, wollte ich gestern noch machen, aber dann ist mir doch vom Bautenzug die Schraube hier drin gefallen. Da habe ich doch über 1 Stunde gebraucht, um die da wieder rauszupulen. Ich zeige dir gleich, wo die drin gefallen ist. Eine Stunde, bis ich sie gefunden hatte und rausgepult hatte. Und deswegen ist der Helm noch dreckig. Das Wetter hätte nicht schöner sein können und der Boden war perfekt. An dem Tag war das Training in 3 Gruppen eingeteilt. Meine Gruppe waren die Lizenzfahrer. Eine sehr gemischte Gruppe von einigen C-Lizenzfahrern, also Landesmeisterschaftsfahrern. Aber die Mehrheit war wohl eher Youngster-Cup-Fahrer, also ADAC-Fahrer. Rauf auf die Strecke, erstmal warm fahren. Die Strecke auf dem Motorrad erstmal richtig kennenlernen. Ich tat mich etwas schwer, obwohl es so glatt war. Der letzte Sprung vom Ziel war ziemlich steil angeschoben und man ist wirklich hoch rausgesprungen. Und da die Landung ziemlich kurz war, habe ich mich da die ersten Runden wirklich schwer getan, die Entfernung einzuschätzen. Ja, leider hatten wir nur gut 20 Minuten, bis wir rausgebunden wurden. Nach dem ersten Training dachte ich mir, Mensch, da muss doch noch deutlich mehr kommen und da ist auf jeden Fall auch noch mehr drin, also jetzt mal langsam in Tritt kommen. Bike-Service zwischendurch gemacht und dann ging es auch schon zum nächsten Training. Vom zweiten und dritten Training wurde es dann fahrisch auch echt immer besser. Ich begann mich da schon so langsam richtig wohl zu fühlen. Die Strecke hatte ich mittlerweile dann auch vollständig verinnerlicht. Ja, 12 Uhr ging es dann in die erste Mittagspause. Ihr kennt doch alle den Begriff, eine schnelle Brille, ja? Hat doch jeder jetzt mittlerweile schon mal gehört. Wisst ihr, wie 2010 eine schnelle Brille ausgesehen hat? So. Scheiße. Das waren 2010 schnelle Brillen.
Ich hab's selber noch nicht mal gesehen, aber es fühlt sich auch schnell an, wie ehrlich. Ja. Oder? So, also. Hier trafen wir auch zwei Jungs, die von dort kamen und die unserem YouTube-Kanal folgten. Die alberten viel gemeinsam rum, fachsimpelt natürlich aber trotzdem über den YouTube-Kanal und die Strecke. Am Nachmittag sind wir dann weiter Trainings gefahren und mittlerweile war die Strecke auch ganz gut ausgefahren. Es waren jetzt auch wirklich viele Fahrer unterwegs und die Strecke war ziemlich voll. Die Kombination aus Löchern und Rillen direkt vor den Sprüngen, die mir in Dolle noch so viel Probleme bereitet hatten, haben sich hier auch wieder ausgefahren. Also nahm ich es mir direkt zum Ziel, die heute besonders zu trainieren. Zwischendurch machte ich noch einige Starts, denn das war in Dolle wohl das zweite große Problem. Nach dem letzten Training hatten wir nur ein kleines Problem. Der Staub muss runter. Im Wohnmobil konnten wir diesmal nicht duschen. Das heißt, wir mussten eine Alternativlösung finden. Enrico war schon auf dem Weg mit dem Fahrrad runter ins Dorf, um bei einer Pension nachzufragen, ob wir nicht eventuell dort duschen konnten. Da begegneten uns wieder die zwei Jungs. Ich erzählte von unserem kleinen Duschproblem und einer von beiden rief bei sich zu Hause an und fragte, ob wir dort duschen dürften. Könnt ihr euch vorstellen, fremde Leute bei euch duschen zu lassen? Ich möchte an der Stelle auf jeden Fall ein riesen Dankeschön an Lasse und seine Familie aussprechen. Ja, das war auf jeden Fall keine Selbstverständlichkeit und wir wissen das sehr zu schätzen. Wir haben uns auch eine Kleinigkeit überlegt, wie ich dir bereits gesagt habe, also bleib gespannt. Wir ließen den Abend dann noch ausklingen und gingen fit in den nächsten. Im zweiten Training am Sonntag lief es mittlerweile wirklich richtig gut. Jetzt kam auch mein zweiter Trainingspartner ins Spiel. Samstag hat es leider noch nicht so gut geklappt mit dem Zusammentrainieren, aber diesmal konnten Fritze und ich schöne Sprints zusammenfahren. Mal fuhr er vor, ich hinterher, mal andersrum. Beim zweiten Sprint ran an den Start und los. Startgerade, Linkskurve, kleiner Sprung ins Tal. Bin leider etwas zu weit gesprungen, direkt in so eine Welle. Beim Aufprall ist mir die linke Hand vom Lenker gerutscht und ich bin da ziemlich heftig eingeschlagen. Ich bin allerdings gleich hoch, habe bemerkt, okay, am Handgelenk tut irgendwas weh, aber erstmal aufstehen, erstmal rausfahren. Am Wohnmobil dann die kurze Analyse. Mein Handgelenk schmerzte immer noch, der Lenker war verbogen und die Armatur vom Gasgriff war ebenso verbogen, sodass das Gas nicht mehr zurückging. Ich bin an den Themen ein bisschen zu lang gesprungen in so eine Welle und habe eigentlich gut reagiert, bis aber die linke Hand vom Lenker weggeflogen und ja, ich habe dann mit einer Hand den Aufschlag quasi, oder den zweiten Aufschlag dann nicht gehalten und ein bisschen überschlagen. Mir ist gar nichts weiter passiert, mit dem Handgelenk ein bisschen weh, aber das ist halt so wild, aber naja, gehört auch dazu, ja, wenn du Sprints trainierst, am Limit bist, fällt es eben mal hin. Sorry auf jeden Fall du an den 125er Fahrrad, der wo beim Motorrad dann noch ein bisschen reingeflogen ist, aber ich habe mir ja schon entschuldigt bei ihm. Das war mir dann in Summe alles ein bisschen zu viel, sodass wir einluden und nach Hause fuhren. Wir hielten allerdings, wie geplant, nochmal am Drehner Schloss an, genossen die Ruhe und das Wetter. Denn in zwei Wochen geht's genau hier zum ersten ADAC-Rennen.